Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bayride. Ja, wir haben in der letzten Folge die Schlammhütte da in Auftrag gegeben, dass die gemacht wird. Und wir haben eine neue Mitbewohnerin. Wir haben unseren ersten Raid erfolgreich überstanden. Der zweite Raid eigentlich, den ersten, den haben wir verloren. Den zweiten, den haben wir aber erfolgreich bezwungen. Die drei Idioten, die hier ankamen. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen Würfel jagen gehen. Und damit, let's go. Dann natürlich gucken, wo sind die? Was machen die gerade da vorne? Erwischt. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Okay, ich werde immer besser mit dem Bogen. Und wir haben wieder einen Wolfszahn. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir noch einen erwischen hier. Hier waren ja recht viele. Die haben High Ground, das ist nicht so gut. Da muss ich so ein bisschen drumherum gehen. Gar nicht gut, dass die High Ground haben. Wo ist er? Da. Erwischt. Guter Schuss. Zwei Pfeile habe ich gebraucht, aber den letzten noch wirklich auf den letzten Drücker reingewirkt. So, wir haben Trapperlager freigeschaltet und hier oben ein bisschen erkundet, ne? Ah, hier gibt's Kupfer. Ah, ne, das Kupfererz hat man schon gefunden, ne? So, wo ist der nächste Wolf? Wo bist du? Seh dich nicht. Ach, da. Nimm die Axt und drauf da. Schade, dass man keine Pfeile wieder einsammeln kann. Finde ich ein bisschen schade. Drüber geschossen. Hier ist auch nochmal Kupfererz, okay. Nein. Nimm die Axt. Und drauf da. Komm, der kann nix. Schön. Ui, hier gibt's Wasser. So, Winter könnte jetzt mal langsam wieder vorbei sein. Finde ich. Da unten ist ein Eber. Den können wir noch pullen. Drückt aber ins Gesicht, ey. Fein, wie. Also, mit der Axt kannst du ja voll vergessen, den zu schalten. Eberhauer, okay, kann ich die auch verkaufen? Ich würde ja gerne mal so einen Hirsch jagen. Also, den habe ich auf jeden Fall erwischt. Ja, wo ist er hin? Ich weiß, dass er mich sieht, aber wo ist er hin? Erstmal Hase, was machst du hier? Ah, ist der Hirsch da? Nee, warte mal, wo bin ich jetzt hin? Da. Ah, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich habe zu viel gejagt. Okay, dann zurück. Und schlafen erstmal. Schön Schläfchen. Also so lang ging der Winter beim letzten Mal nicht. Wollte ich ja nun mal gesagt haben, ne? So. Ich wollte mal gucken, wie bin ich jetzt im Bogenschießen? Jetzt habe ich schon zwei im Bogenschießen. Hatte ich das vorher auch? Ja, ich glaube.
Kochen habe ich zwei, Jagen habe ich zwei. Wir können, glaube ich, wieder ein Buch lesen. Oh, Ernten habe ich schon drei. Okay, aber durch das Buch machen wir jetzt nochmal Erfahrungspunkte. Sie hängt da irgendwie fest. Aber ist kein Problem. Das war sie nicht. So. Sie hängt da immer noch fest. Quatsch, die. News from the kingdom. There's always something. Ach, keine Ahnung. Mach was du willst, bleib da fest. Festgehangen oder was weiß ich. Es gibt ja hier vorne ein kleines Banditenlager. Und ich weiß ja nicht, ob ich nicht eventuell mit dem Bogen da so ein paar rauskiten kann. Ich habe zwar nichts an Essen dabei, aber vielleicht. Vielleicht geht's ja trotzdem. Hier vorne ist das, also da oben irgendwo. Und die haben ja auch. Es stand ja auch da, die haben guten Loot. Renn, 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 Digga, renn. Und man kämpft sehr viel. Keine Ausdauer mehr. Outplayen, ne? Das geht schon. So, okay. Wie viele Pfeile habe ich noch? Vier. Aber theoretisch ist da jetzt nur noch ein Feind. Und dann... müsste ich das Lager looten können. Überfall erhöht um 58%. Okay, okay. Wir haben einen Tagebucheintrag gefunden. Er hat ein Seil dabei, das ist gut. Jetzt müssten hier irgendwo halt auch noch... Da, die Beute. Riemen, Leinen, Fell. Guck mal ganz kurz in mein Inventar. Ich hoffe, hier gibt es noch mehr. Weil sonst würde ich sagen, hat sich das jetzt nicht gelohnt, mit den drei hier anzulegen. Da gab es, glaube ich, mehr Beute aus den Leichen. Aber hier gibt es noch was. Guck mal. Cranberry, Apfel. Okay, okay. Das hier kann ich nicht looten. Okay, zwei Kisten mit Beute. Ist okay. Ein kleines Stück geräuchertes Fleisch. Zwiebel. Ja. War okay jetzt. Ist jetzt nicht richtig krasser Loot gewesen, aber ist okay. Aber ich finde das Game gut. Also, ich bin gespannt darauf. Der Ehrgeiz ist groß, wirklich ein Dorf zu errichten mit richtigen Häusern. Bis jetzt habe ich ja so Seven vs. Wild Shelter. Und so ein richtiges Dorf zu errichten mit richtigen Häusern aus Stein und Lehm und was weiß ich nicht alles, das ist schon... Da habe ich schon Bock drauf. Ist unser Forschungsprojekt dann schon fertig? Ja. Okay. Wassersammler wird zum Sammeln von Speichern von Regenwasser verwendet. Wozu brauche ich Wasser? Dieses Bauernhof und Hacke. Ich glaube, das ist das nächste Ding, was wir brauchen. Da brauchen wir natürlich auch Lehm für. Ja, und für Lehm müssen wir die Hütte da hinten fertigstellen. Ja, bevor das jetzt hier verdirbt, esse ich das. Alter, das Gemüse gibt ja einen unglaublichen Ausdauerbalken. Krass, so groß war er bis jetzt noch nicht. Selbst verschießt.
Ja, aber auch das geräucherte Fleisch gibt unglaublich viel HP. Krass. Und ich habe eine Menge, Ehre bekommen für das Auslöschen des Lagers. So, können wir jetzt was Neues bauen? Trapperlager, genau, das wollte ich bauen. Also der Winter muss langsam mal vorbeigehen. Der Winter geht mir hart auf die Nüsse gerade. Weil wir gerade nichts wirklich sammeln, was wir sammeln könnten. Ne? Also so Kräuter und so. Ich würde gerne eine Reisehose herstellen, aber geht leider nicht, weil wir keinen Flachs haben. 5 Leben. Einfaches Baumaterial, das viel stärker als Holz wird, für hochwertige Konstruktion verwenden. Verstreut im guten Boden herum, okay. Also die Übersetzung ist manchmal noch ein bisschen. Naja. Irgendwer ist hier unzufrieden. Warum? Moral. Verletzt. Verstehe. Der geht's richtig gut. Das ist auch, glaube ich, die überlebt hat. Verletzt und hungrig. Ja, aber Essen haben wir ja noch, oder? Wie sieht's mit dem Essen aus? Ich habe doch erst gejagt. Also erstmal haben wir sehr viel Beeren. Wir haben noch Pilze. Wir haben noch Essen. Und wir könnten auch mal ein Lager für die einzelnen unterschiedlichen Sachen herstellen, ne? Aber zurzeit wäre das Luxus. Es werden ein Nahrungsmittellager haben, ein Ressourcenlager und ein Ausrüstungslager. Aber wie gesagt, das wäre jetzt Luxus. Ein Lager reicht. Vor allem, weil das auch gerade von dem Volumen her erst halb voll ist. Wenn es jetzt voll wäre, dann könnte ich überlegen, dass wir 3 Lager errichten. Arbeiter hat er schon gelevelt, ne? 3 von 6. Kochen hat er auch gut gelevelt. So, sie hat Kochen schon auf 4 von 4, also besser als 4 kann sie nicht werden. Forschung hat sie 6 von 7, ja. So. Haben wir zumindest das schon mal fertig. Keine Aufgaben, fehlende Schaufel. Hm, verstehe. Eine Schaufel braucht einen Kupferbarren und 8 Holz. Kupferbarren. Ja. Und 8 Holz. Ne, 8 Holz haben wir leider nicht. Dann muss ich noch was. Dann muss ich noch Holz jagen. Eine Schaufel, bitte. Benötigt Herstellung 3. Also Herstellung 3 habe ich noch nicht. Okay, verstehe. Wie viel macht denn eine verstärkte Keule? Ja, okay. Kupferbarren. Hm. Aber ich glaube, ich spare erstmal. Ich werde eine Waffe erforschen. Also ein vernünftiges Schwert oder so. Aber erstmal tun wir die Schaufel in die Schlammgrube. Okay, dann sammelt mal Lehm, damit wir weiter forschen können. 8 Baumstämme braucht das Ding. Krass. Aber es wird anscheinend ein bisschen größer, so wie es aussieht. Das Trapperlager. Aber da können wir dann automatisch Fallen herstellen. Die Fallen werden wieder aufgestellt an den Orten, also refreshed. Und der müsste dann auch Fleisch einsammeln, glaube ich. Ja, hier brauchen wir halt 5 Leben und 2 Salbei. Sammeln wir Salbei eigentlich? Habe ich das eingestellt, dass wir Salbei sammeln? Oh, jetzt müsste ich schlafen gehen können. Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass der Schnee jetzt irgendwie mal weg ist. Bitte. Aber so wie es aussieht, schmilzt der Schnee. Oder? Ja, es wird wieder Flachs gesammelt. Es wird wieder Flachs gesammelt. Sehr gut. Der Frühling ist da, meine Freunde. Yay! Top. Endlich. Der tödliche Winter ist vorbei. Sammeln mal 20 Pilze einfach. Komm. Was soll der Geiz? Wir haben Frühling. Pilze her. So. Wie viele Hütten haben wir jetzt? Wir haben 3.
4 Hütten, ne? So, wir könnten uns theoretisch noch einen Arbeiter leisten. Und ey, warum nicht? Weil Arbeitskraft und so. Geh also einfach nochmal in die Stadt. In das Dorf da oben. Stadt, Dorf, wie auch immer. Und besorg mir noch einen Arbeiter. Oh. Ah, okay, also das habe ich vorhin auch schon gemerkt. Also Schwimmen ist in der Early Access jetzt noch nicht erlaubt, sage ich mal. Also wenn man in zu tiefes Wasser geht, dann spawnt man einfach so ein paar Meter weit weg. Ach so. Verstehe, verstehe, verstehe. So, wir brauchen einen Dude. Oh, er hat Jagen 5 von 7. Das ist ja der ideale Typ für unser Trapperlager, was wir jetzt bauen. Also er hat überhaupt krasse Werte. Landwirtschaft 3, Kochen 3, Herstellung 2, Forschen 3, Arbeiten 3. Er ist ein super Kämpfer. Ich nehme den. Ich nehme den. Das ist der beste Mann, den wir bis jetzt haben. Das ist der beste Mann, den wir bis jetzt haben. Geh mal bitte arbeiten. Ich erwarte dich in meinem Lager. Krass. Der ist auf jeden Fall ein guter Gewinn. Er hat mir auch über 500 Punkte gekostet. Aber er wollte zum Glück nicht, dass ich irgendwie noch einen anderen Status in der Stadt habe oder sowas. Weil jetzt bis jetzt bin ich ja... Guck mal, Trapperlager ist abgeschlossen. Bis jetzt bin ich ja nur Freund in dem Dorf hier. Noch nicht Beschützer oder was weiß ich nicht, was es hier noch alles gibt. Denn einige von den Leuten wollen natürlich auch... dass ich das Dorf befreit habe, dass ich irgendwie einen anderen Status habe oder so. Aber der wollte jetzt einfach so mitkommen. Top. Diese Kuh entfernt sich immer weiter von der Stadt. Irgendwann ist die bei mir. Ich sag's euch. Dann zäune ich die ein und dann ist das meine. Wenn ihr nicht auf eure Kühe aufpasst, dann übernehme ich die. Dann annektiere ich hier einfach eine Kuh. So, jetzt wo wir Salbei, Hanf und Flachs in Hülle und Fülle ernten, würde ich, glaube ich, mal Schnüre und Seile automatisieren. Und einfach das Ganze ein bisschen vereinfachen, dass wir jetzt die Abenteuergewinner herstellen können. Upper Lager öffnen, okay. Also der hat nochmal ein extra Lager, okay, verstehe. Wie können wir es verwalten? Palle fehlt, Köder fehlt. Aber... Kann ich dir auch irgendwo sagen, dass du Köder herstellen sollst? Fallen herstellen sollst? Nur einen weiteren Punkt habe ich nicht. Okay, noch nicht so ganz durchsichtig, was ich damit machen kann. Hier liegt ein Baum. Was wollte ich jetzt machen? Achso, Schnüre und Seile automatisieren. Stand da nicht eben gerade das Holzfäller Platz braucht eine Axt. Achso. Ja, okay. Aber den benutzen wir ja zurzeit gar nicht. Dann können wir vielleicht hier auch mal sagen, es sollte immer eine Schaufel da sein. Es sollte immer eine Axt da sein. Machen wir erstmal nur Kupferbarren. Weil Bronze habe ich jetzt noch keine Rezepte so richtig. Also wahrscheinlich irgendwann, wenn ich jetzt Waffen herstelle, dann brauchen wir auch Bronzebarren. Aber jetzt erstmal für die Schaufeln, die immer da sein sollen, brauchen wir nur Kupfer. Hat jetzt jemand... Warte mal. Hat jetzt jemand die Falle nachgefüllt? Hat das schon geklappt mit unserem... Sieht so aus. Da vorne ist... Da vorne ist irgendwas. Feindliches. Noch zwei Pfeile. Und Eber.
Ein Eber möchte ich jetzt nicht herausfordern. Ach, ich weiß, was ich noch herstellen wollte. Ich wollte hier eine Hose herstellen, ne? Ja, wir haben kein... Also Flachs ist gerade Mangelware. Okay, dann halt nicht. Wahrscheinlich, weil wir gerade so viele Schnüre und so Seile herstellen und so. Überfallgefahr erhöht 75%. Okay. Aber der Überfall sollte ja eigentlich... Sollte eigentlich funktionieren. Ich guck mal gleich, ich gebe mal dem neuen Knüppel. Denn wir haben hier nämlich noch einen Knüppel da. Und da ist der neue. So wie du aussiehst, hast du nämlich noch gar keinen Knüppel. Da. Damit du auch fighten kannst, mein Freund. Ah ja, Kupferbarren sammelt sich auch selber ein wieder. Okay, verstehe. Cool. Hat jetzt schon jemand irgendwie mal Lehm gesammelt? Oder soll ich das selber mal machen? Ich könnte es auch selber machen. Komm, ich mach's jetzt selber. Ach, hier sind schon Lehm drin, lol. Hat nur noch keiner dahin getragen. Ach so. Warum hast du eigentlich eine Fleischwunde? Wovon? Hast du dich mit dem Eber angelegt? Also hier können wir anscheinend dann auch Sachen anpflanzen. Das wird sehr interessant. Wenn wir dann so Flachs und Salbei und sowas und vielleicht auch Gemüse selber anpflanzen können. Knoblauch, ein weit verbreitetes Kraut, das zum Würzen von Speisen verwendet werden kann. Wächst hauptsächlich auf Feldern, kann auf einem Bauernhof gepflanzt werden. So, wir haben den freigeschaltet, den Bauernhof. Wie sieht der denn aus? Alter, ist der groß. Der ist wirklich sehr groß. Da müssen wir erstmal einen Ort finden, wo wir den hinsetzen können. Können wir den hier auch so ein bisschen abschüssig bauen? Warte, warte, warte. Hier hatten wir eben einen kurzen Punkt, wo wir den hinbauen konnten. Ja, hier so vielleicht. Hier würde der ganz gut hinpassen. So. Dann bauen wir doch mal eine kleine Farm. Hier ist denn der Eingang und hier kann gepflanzt werden. Geilomat. Ja, baut ihn doch mal. Ich will mal kurz gucken, was braucht er denn alles? Ach so, das muss gepflügt werden. Benötigt ein Werkzeug. Okay, da gucken wir gleich mal, ob wir da so eine Hacke herstellen können. Oder macht sie das jetzt mit der Schaufel? Hacke! Benötigt Holz und Kupferbarren. So, dann stellen wir gleich mal hier ein. Es soll immer eine Hacke da sein. Dann dürfte ja theoretisch gleich eine Hacke hergestellt werden. Und dann wird hier gepflügt, hoffe ich. Ja, ich glaube, wir müssen uns um die Sau da kümmern. Okay. Sehr schön. Ist einer gestorben von meinen Leuten? Nö. Wo habe ich denn jetzt die Axt her? Oder war das ein Bandit, den ich gerade gelootet habe? Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Bellride. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben in dieser Folge sehr, sehr viel erreicht. Und ich hoffe, dass in der nächsten Folge der Bauernhof so richtig schön abgeht. Dass wir da so richtig schön Sachen anbauen können, ne? Das freut mich jetzt schon. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like und vielleicht auch einen Kommentar unter das Video. Das wäre sehr, sehr nice. Ansonsten macht's gut. Bis dann. Ciao.